Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2019. Wir sind gerade beim Händler angelangt und gehen jetzt mal zu unserem Händler und schauen mal an, was er uns denn so zu bieten hat. So. Okay, vergiss. Oh, den könnten wir uns kaufen, aber das wird unser Budget hart ausreizen. Wir können ihn ja auch mieten. Wir können doch auch mieten. Der würde uns... Wow. Der würde uns am Tag 1800 kosten. Mit initialen Leasingkosten von 9180. Das ist ganz schön viel. Ich glaube, so viel kriegen wir aus dem erstmal gar nicht raus. Ein bisschen arg teuer. Wie sieht es mit dem hier aus? Der kostet auch pro Arbeitstag 1.995. Dann schafft nur 40 km/h. Der Kleine schafft 50 und kostet 1.000 am Tag. Ach, wir kaufen den. Und verkaufen dafür aber direkt den Fiat. Scheiße, hab ich den gerade gekauft? Nein! Verdammt! Ich Idiot! Okay, er hat uns gerade die Hälfte gekostet. Oh, ich wollte doch mieten. Okay, aber ich glaube, wenn wir... Ich bin so ein Idiot. Ach nein. Ich guck jetzt aber gleich noch einen großen Anhänger. Den da. Oder den. So, den mieten wir jetzt aber. Oh, Mann. Was kann ich eigentlich? Den verkaufen wir, ja. Wollt ihn doch mieten. So, jetzt haben wir unseren schönen New Holland. Zusammen mit dem neuen Joskin. So. Oh, wunderschön. Okay, dann müssen wir jetzt einmal zurück zum Hof. Das war hier links. Der hat schon gut zu kämpfen, ne? Ah, hier rechts haben wir jetzt auch so eine schöne kleine Anzeige. 64 Grad, 1800 Umdrehungen. Passt das so? Passt sogar. Cool. Engine Power ist bei 78%. Und wir sehen auch die Zeit. Schön. So, da sind wir dann auch schon wieder bei unserem Hof angelangt. Ja, es geht doppelt so schnell. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Der Helfer dürfte gleich fertig sein. Ist auch cool. Dann können wir theoretisch gleich mal die Sämaschine hinterher schicken. Die ist sogar voll. Lass doch mal gucken. Eine andere Saat. Gerste, Hafer, Raps. Ich habe eigentlich Bock auf Raps. Machen wir Raps. Ist auch schön, dass sie schon voll ist. Das macht die Sache uns deutlich einfacher. Weil dann können wir nämlich das Feld hier einmal absehen. Und sobald der Helfer fertig ist, soll er hier das andere Feld krubbern. So, Helfer einstellen. So. Oh, der Zugi.
So, und so die Holland. Wie weit ist der? Okay, auf den müssen wir jetzt gucken. Nein, hat der Zug jetzt gestoppt? Wegen uns? Scheiße. Kacke. Hat der Zug wegen uns gestoppt? Na egal, bleiben wir halt hier stehen. So, nehmen wir unseren New Holland. Unseren neuen Holland. Und machen weiter mal eine Runde die Silos leer, würde ich sagen. Ich sehe gerade, wir sollten noch die Grafik anschauen, glaube ich, ein bisschen hochsetzen. Machen wir, glaube ich. Können wir das von hier aus? Ich glaube nicht, ne. Okay, dann müssen wir jetzt mal für die nächste Folge auch die Grafik anschauen, ein bisschen hochsetzen. Damit unsere Spiegel funktionieren. So. Jetzt bin ich dran vorbeigefahren. Ernsthaft? Was kann ich eigentlich? Okay, dann gehen wir dran vorbei. Der arbeitet aber? Ja, der arbeitet. Super. Wie sagen, dass wir nämlich auch Raps hier drin. So, Befüllung starten. Raps ist mit drin. Sonnenblumen nehmen wir mit. So. Erfüllt, erfüllt, erfüllt. Mikrofonnummer wieder ein bisschen höher setzen. Das war gerade schon wieder ein bisschen runter. So. Wieder besser. Bier sind voll. Dann finden wir jetzt als allererstes raus. Wo können wir denn... Na, scheiße. Jetzt hätte ich mir das Symbol merken sollen. Ja, gut. Sonnenblumen, Sonnenblumen. Ha. Bei der Bahnstation Mühle. Wo ist die Bahnstation Mühle? Da unten. Okay, das heißt, wir fahren diesmal nach rechts und nicht nach links. So. Einmal hier rüber und dann rein da. Der kleine Trecker hat schon ganz schön zu kämpfen, so wie das aussieht. So, nee, wir fahren geradeaus. Würde ich jetzt mal sagen. Dann biegen wir da vorne jetzt links ab. Ja, würde ich sagen. So, dann hier links runter. Jetzt sind auch schon wieder ein paar Autos unterwegs. So, um 9.40 Uhr kann man ja jetzt auch mal ein bisschen rumfahren. So. Ah, da vorne ist der Viehhändler und unsere Scheune. Cool. Können wir auch noch mal dran vorbeigucken. Darauf habe ich auch Bock, auf Tiere. Jetzt kriegen wir das mal weg und auf dem Rückweg gucken wir uns das mal an. So, einen Trecker überholen. Ha! Krass, der hat ein Limiter drin. Ich kann maximal 53 fahren und das ist ein Panzer. Das ist ein Volvo. Ich sehe schon. Oh scheiße, wir fahren glaube ich fast dran vorbei. Hier müssen wir rein. Nein, müssen wir. Ah, das ist glaube ich da oben. Das heißt da gleich links und dann da hoch. Hoffe ich zumindest, dass das richtig ist. Gerade richtig hart zu kämpfen. So, ich glaube hier rein. Das sieht richtig aus, ja. Oder? Ja, das sieht gut aus. Ja, passt. Wundervoll. Dann hier links rein.
Und dann können wir hier auch schon abkippen. Juhu, hab es geschafft. So. Jetzt bin ich mal gleich auf unsere Zahlen gespannt. So, wir können abkippen. Ich hoffe mal 80. Oh, mehr als 80. Nice. Oh, kriegen wir den 90? 90? 90? 90? Ja, 90! Geil. Wir haben die 90 geschafft. Nice. Ah. Okay, wie komme ich hier am besten raus? Geht das? Kann ich diesen... Kann ich diesen Weg benutzen? Kleinen Traktorchen. Ui. Das heißt, da hätten wir auch hoch können. Ich dachte, das wäre so ein Fahrradweg. Okay. Ja, es geht. Ob das jetzt so legal war, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. So. Okay, dann beenden wir die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.